Im Rahmen der Bayerischen Brandschutzwochen hielt die Freiwillige Feuerwehr Buchloe gemeinsam mit der Wasserwacht Buchloe ihre diesjährige Hauptübung ab. Bei zwei zeitgleich stattfindenden Übungsszenarien mussten die Feuerwehrmänner und Wasserwachtler ihr Können unter Beweis stellen. Im ersten Übungsszenario war die Feuerwehr mit nachfolgender Lage konfrontiert. Nach einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer geriet ein PKW in den Bach. Bei dem unfallenden Übungsszenario der Radfahrer sowie die Fahrerin im bzw. am Fahrzeug eingeklemmt. Für die Feuerwehr begann eine aufwendige technische Hilfeleistung. Auch das zweite Einsatzszenario war für die Einsatzkräfte sehr anspruchsvoll. Angenommen wurde in diesem Fall, dass ein junger Mann über den Zaun des Freibades geklettert war, um noch einmal die Rutsche zu benutzen. Aufgrund unglücklicher Umstände verunglückte er jedoch und blieb bewegungslos auf der Rutsche liegen. Vor allem an dieser Einsatzstelle mussten die Einsatzkräfte der Wasserwacht und der Feuerwehr Hand in Hand zusammenarbeiten, um den jungen Mann möglichst schonend aus dem Gefahrenbereich zu retten. Aufgrund der besonderen Lage der Rutsche und der fehlenden Möglichkeit, die Drehleiter zum Einsatz zu bringen, mussten sich die Einsatzkräfte eine andere Möglichkeit zur Rettung des Mannes überlegen. Letztendlich entschied man sich zum Einsatz der Schleifkorbtrage. Nachdem der Patient ausreichend stabilisiert worden war, ließ man diesen mithilfe der Schleifkorbtrage in Begleitung zweier Hilfskräfte die Rutsche hinab. Meter für Meter wurde der junge Mann schonend in der Schleifkorbtrage nach unten gelassen, um dort in die sicheren Hände der bereitstehenden Hilfskräfte übergeben zu werden. In bemerkenswert kurzer Zeit gelang es den hier eingesetzten Kräften, das Übungsziel zu erreichen und den Patienten aus seiner misslichen Lage zu befreien. Zurück am verunfallten PKW war die Fahrerin bereits befreit und an den Rettungsdienst übergeben. Als weitere Herausforderung galt es, den Radfahrer, welcher unter dem Vorderrad eingeklemmt war, zu retten. Um dies zu ermöglichen, setzte die Feuerwehr ein Hebekissen ein. Damit war es möglich, das Vorderrad des Fahrzeugs so weit anzuheben, dass auch der Radfahrer gerettet werden konnte. Um auch dieses Übungsszenario erfolgreich abzuschließen, musste das Fahrzeug noch gesichert und eine Ölsperre ausgebracht werden. Diese Übung zeigte nicht nur die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr und der Wasserwacht, sondern bewies auch, wie gut die hilfsorganisationsübergreifende Zusammenarbeit hier in Buchloe zwischen Feuerwehr und Wasserwacht funktioniert.